Ja, hallo liebe Klasse 9. Jetzt wundert ihr euch vielleicht ein bisschen. Da mache ich schon mal eine Ankündigung und dann sowas. Aber das sind wir ja in Zeiten der Corona-Krise gewöhnt. Programmänderungen gibt es schon mal. Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Information. Ein aufmerksamer Schüler aus der Klasse 9 hat mich zum Glück darauf hingewiesen, dass ich in meinem Video über die Geysire im Eifer des Gefechts völlig vergessen habe zu sagen, wo der Druck denn herkommt, der sich da aufbaut und der dafür sorgt, dass das Wasser unten im Geysir erst so spät kocht. Der Druck entsteht einfach durch das Gewicht der Wassersäule, die in dem Schlot drin ist. Und damit das funktioniert, muss der Schlot also auch tief genug sein. Diese Information wollte ich noch nachschieben, obwohl ich es ganz kurz in der Videobeschreibung des letzten Videos auch eingefügt habe. Mir ist nämlich beim Überlegen, wie ich das nächste Video mache, aufgefallen, dass ich ein kleines Kapitel doch noch einschieben sollte, weil wir da ja gerade drüber gesprochen haben, so ansatzweise und weil das so schön passt. Nämlich über die vulkanischen Gesteine. Die meisten Gesteine, die wir hier auf der Welt haben, kommen irgendwie direkt aus dem Erdinneren, sind also direkt umgewandeltes Magma oder Lava. Ja, und da haben wir schon die zweite Unterbrechung. Ich hoffe, ihr habt die Überschrift noch nicht abgeschrieben. Mir ist nämlich eine Ungenauigkeit passiert und das ist mir erst zu Hause wieder eingefallen. Die korrekte Bezeichnung für dieses Kapitel muss lauten magmatische Gesteine. Die vulkanischen Gesteine sind nämlich streng genommen nur ein Teil der magmatischen Gesteine, und zwar der zweite Teil, den ich gleich beschreiben werde. Und das wollte ich doch auf jeden Fall noch richtig stellen. Aber wie gesagt, da mir das erst zu Hause aufgefallen ist, kann ich jetzt nicht das ganze Video wieder neu drehen, denn das ist hier in der Schule entstanden. Also ich bitte um Entschuldigung und naja, Fehler gehören dazu. Und Hauptsache, man erkennt sie rechtzeitig. Das sind zunächst mal die tiefen Gesteine, die in großer Tiefe abgekühlt sind und deswegen sehr lange gebraucht haben dafür, weil es eben noch so tief unten und so warm war. Und Gesteine, die so langsam erstarren, die geben ihren einzelnen Bestandteilen die Chance, sich zu Kristallen zu gruppieren. Dies hier ist ein Granit. Man kann sehr schön die einzelnen Bestandteile erkennen. Auch wenn die beiden hellen, Feldspat und Quarz, nicht gut auseinanderzuhalten sind, das Dunkle, der Glimmer, ist sehr schön zu sehen. Dann haben wir die Ergussgesteine, zum Beispiel Basalt. Die entstehen entweder, wenn Lava schon ausgetreten ist und sich dann abkühlt, oder wenn sie kurz vor dem Austreten ganz oben im Schlot ist, wie wir das beim Druidenstein gesehen haben. Die ist schneller erstarrt und die Bestandteile konnten sich nicht kristallisieren und deswegen ist es homogener. Bei diesem Basaltstück kann man das sehr schön sehen, dass man kaum große Kristalle hat. Aufgrund dieser homogeneren Struktur sind die Ergussgesteine auch deutlich stabiler und wetterbeständiger als zum Beispiel Granit. Granit ist sehr stark der Verwitterung ausgesetzt, weil sich die einzelnen unterschiedlichen Teilchen in der Sonne unterschiedlich stark erwärmen. Das führt zu Spannungen und es kann auch leichter Wasser eindringen. Und wenn das Wasser dann im Winter gefriert und sich ausdehnt, dann wird der Stein gesprengt. Das nennt man Frostsprengung. Aber auch beim Basalt haben wir eine ganz besondere Struktur, wie wir das schon mal beim Druidenstein sehen konnten. Und zwar bilden sich beim Basalt immer ganz bestimmte Formen. Basalt ist das Gestein, das die schönsten Säulen hervorbringt.
Und diese Säulen haben eine ganz charakteristische Form. Sie sind immer sechseckig. Diese Aufnahmen stammen vom Aldeyjarfoss in Island. Und man kann hier sehen, wie sich zwei unterschiedliche Basaltlavaströme übereinander geschoben haben. Wir haben zum einen diesen Strom, der relativ dicke Säulen gebildet hat. Und oben drüber hat sich ein zweiter Strom gelegt, der kleinere Säulen gebildet hat. Und diese kleineren Säulen sind auch etwas dichter gepackt und sind deswegen stabiler, auch weil sie etwas unregelmäßiger liegen. Das ist eines der schönsten Beispiele, die ich kenne, wo man die sechseckigen Basaltsäulen so hautnah sehen kann. Aber warum sind die Säulen ausgerechnet sechseckig? Warum nicht viereckig oder 17-eckig? Das hat einen ganz bestimmten Grund und den möchte ich euch jetzt mal an der Tafel ein bisschen erklären. Wir müssen uns vorstellen, der Lavastrom hat ja eine Oberfläche und wenn sich die Lava zusammenzieht, überall, dann würde sie am liebsten sich rund zusammenziehen. Das ist in der Natur so, kann man auch bei Wassertropfen sehen, im freien Fall, die sind auch rund. Aber wenn ich mir jetzt von oben die Fläche angucke und alles würde sich rund zusammenziehen, dann wären hinterher Kreise da. Und das funktioniert nicht. Die Oberfläche, die muss ja unterteilt werden, und zwar in Formen, in denen man eine solche Fläche auch unterteilen kann. Und jetzt gucken wir uns mal an, welche regelmäßigen Formen überhaupt eine Fläche ausfüllen können. Dreiecke, das funktioniert. Vierecke funktioniert auch. Fünfecke habe ich euch jetzt erspart, das hätte nämlich nicht funktioniert, aber Sechsecke funktionieren jetzt auch wieder. Diese drei Möglichkeiten haben wir, eine Fläche mit regelmäßigen Vielecken zuzupflastern. Und von diesen drei Formen kommt das Sechseck dem Kreis am nächsten. Und deswegen sind Basaltsäulen sechseckig. Und Bienenwaben übrigens auch, das ist dasselbe Prinzip. Jetzt kann es aber auch sein, dass Lava so schnell erkaltet, dass nicht einmal die Basaltstrukturen entstehen können, also dass sich überhaupt nichts mehr kristallisieren kann. Im Basalt hatten wir wenigstens so ein paar Kristalle noch gehabt. Und wenn man genau genug hinguckt, dann kann man auch Kristalle sehen. Aber es gibt Gesteine, vulkanische Gesteine, da kann man überhaupt keinerlei Struktur mehr erkennen, weil sie sich viel zu schnell abgekühlt haben. Das ist zum Beispiel der Obsidian. Den könnt ihr bei mir am Stand, am Mineralienstand auch kaufen, da habe ich auch so kleine Stücke von. Und der sieht aus, als wäre er aus Glas, weil er so ähnlich bricht. Dies ist ein kleines Stück Obsidian. Ihr könnt sehr schön den muscheligen Bruch sehen, der an eine Glasscherbe erinnert. Und deswegen wird der eben auch vulkanisches Glas genannt. In Island gibt es einen ganzen Lavastrom, der komplett
aus Obsidian besteht, auf dem man spazieren gehen kann. Diese Formation, die ihr hier seht, ist so einen guten Meter hoch. Im Vordergrund kann man den Weg erkennen. Dieser Obsidian-Lavastrom liegt in der Nähe eines wunderschönen Campingplatzes mit dem Namen Landmannalaugar, geschrieben Landmannalaugar. Und dort gibt es eine wunderschöne heiße Quelle, in der man baden kann. Das ist am schönsten bei Regen. Und wenn Lava jetzt ganz schnell erkaltet, aber es ist sehr viel Gas da drin, dann entsteht dieser Stein. Der nennt sich Bimsstein. Und den würde ich jetzt sehr gern rumgehen lassen, denn dann würdet ihr was feststellen, wenn ihr den in die Hand nehmt. So muss ich es euch demonstrieren. Bimsstein ist so leicht, dass er schwimmt. Und dieses Exemplar stammt von dem französischen Vulkan, den ich euch im letzten Video gezeigt habe, aus der Auvergne. Hier könnt ihr ihn nochmal aus der Nähe sehen. Sehr schön erkennt man die großen Poren, die diesen Stein so leicht machen. Er wird übrigens sehr gerne verwendet als Baumaterial, weil diese Kammern wunderbar durch die Luft, die da drin ist, die Wärme isolieren. Und er wird auch in der Kosmetik verwendet, um Hornhaut abzuhobeln. Das war mein zugegebenermaßen sehr grober Überblick über vulkanische Gesteine. Man könnte da noch sehr viel mehr zu sagen. Die Unterscheidung Tiefengesteine, Ergussgesteine ist ja jetzt nur eine vom optischen Erscheinungsbild und von der Geschwindigkeit des Erstarrens. Daneben kann man sich natürlich auch noch die chemische Zusammensetzung anschauen, ob jetzt das Magma, was da erstarrt, eher sauer ist oder eher basisch. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja, deswegen freue ich mich auf das nächste Video. Und da geht es jetzt tatsächlich, wie versprochen, um die Frage, wo gibt es denn auf der Welt überhaupt Vulkane?